So, geben wir dem auch mal ein bisschen Energie. Ui, hier ist ein Wind. Hier ist es windig. Und hier ist auch noch ein Dörzelbaum. Richtig alter, abgestorbener Baum. So. Schon sieht die Welt wieder gleich etwas schöner aus. So, was haben wir denn hier? Okay, hier ist ein Fluss. Da muss ich auch drüber hüpfen. Gut, es geht. Wunderbar. Der Dämpfer hält. So, was haben wir hier wieder? Ah, wieder ein paar Gummelbäume. Wieder ist was runtergefallen. Was ist das? Okay. Sammelt genügend Eicheln, um Zugang zu verschiedenen altertümlichen Türwegen zu bekommen. Okay, das muss ich mir mal merken. Also immer schön die Eichel sammeln. Guck, da sind auch wieder zwei. Super. So. So, was ist jetzt hier? Wieder durchrennen. Will aber nicht so viel rennen. Will hier lieber lebendig machen. Jetzt macht das ja keinen Spaß. Und wieder eine Eichel. Super. Und da oben ist auch wieder ein Gummelbaum. Da ist da was runtergedroppt, irgendwas? Nichts. Okay, schade. Ja, nicht jeder schaut dann schon was zu droppen. Aber ist aber nicht schlimm. Ist nicht so schlimm. Gut. Gut, das hat jetzt gerade so geklappt. Hm, da vorne ist wieder ein Reh. So, jetzt gucke ich mich hier mal um. Das sind ja auch wieder Gummelbäume. Nee, ist jetzt nicht. Okay. Also ich kann ja auch wieder Leben nehmen, steht hier. Sei es ein Baum oder ein Tier. Um meinen Anzug wieder aufzufüllen. Wenige robuste Lebensformen. Okay, so wie Grasblätter. Geben nichts her. Ja, ich will jetzt Gras auch nicht auslutschen. Nee, ich will kein Leben nehmen. Ich will das nicht. Bleib mal stehen. Ich gebe sie auch gleich wieder. Guck, und jetzt kriegst du es wieder. So. Ich bin kein Killer. So, jetzt geht's hier weiter, denke ich mal. Oder geht's hier weiter? Wo geht's denn da lang? Okay, hier ist ein See wieder. Ob man da hinten auch hinkommt? Ich glaube es nicht. So. Okay, da ist wieder eine Kugelknolle. Oder ist ein Schild? Okay. Was steht hier? Okay. Das ist Hochsicherheitsanlage. Und wenn ich da unerlaubt reingehe, ja, dann gibt es halt Ärger. So, Excavation Site, also Ausgrabungsstätte. Okay. Hier einfach mal runter.
Okay, jetzt soll ich hier einen Weg durchfinden. Was ist denn das? Was glitzert da so? Okay, das war jetzt ein Gumbelbaum und dann, als ich den gegummelt habe, also entgummelt, und dann wurde das Ding hier runtergelassen. Wie geil ist denn das? Warte mal, kann man die auch zum Leben erwecken irgendwie? Nee. Da habe ich jetzt nur Energie verschossen, das wollte ich jetzt eigentlich auch. I suppose that would make its ancient inhabitants officially known as Susurians. To think these ruins have existed here for so long. They predate any known civilization on the continent. They seem to have infused the life energy from trees into their infrastructure, but how? Tja, gute Frage. Okay, das sind also die Susurianer. Oh, wie süß die sind, ey. Die entladen sich da immer. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So hier. Einmal lebendig machen, bitte. Und hier das zweite Mal. Und hier das dritte Mal. Tada! Und schon geht hier die Tür auf. Wunderbar. War ein bisschen staubig, aber naja, warum soll man da ziemlich reingehen, ne? Meine lieben Konsumenten. Ja, ne? Ich habe die Tür aufgemacht. Wollt ihr mit? Nee, ne? Ist ganz schön düster hier. Okay, ein kleines bisschen Licht kommt hier rein, weil da eine Wand aufgebröckelt ist. Was ist denn jetzt? E drücken, um Kiste zu öffnen. Gibt's hier irgendwo Kisten? Da. Okay, E für Energy Upgrade. Okay. Energy Cap, Kapazität wird erhöht durch diese, ja, durch diese Speicherzellen. Und ich muss 4 Stück finden, damit ich einen Energiekanister mehr kriege. Also das wäre für das da oben da. Super. Was ist denn das? Notiz von einem Pfadfinder. Okay, ich kann die Geister den ganzen Tag beobachten. Ich kann nicht glauben, wie friedfertig die sind. Mutig genug, um direkt zu uns zu gehen. Ich denke, die haben keinen Grund, uns zu fürchten. Denn wir sind keine natürlichen Fressfeinde zu ihnen. Ja, über Argumentation. Wenn man friedlich ist, ja, warum nicht? So, eine Zelle wurde abgegradet. Jetzt habe ich 3. 3 schöne Knödels. So, jetzt hier wahrscheinlich wieder ein Rätsel knacken. Mal küken. Okay, da brauche ich auch eine Trippelknolle. Die Frage ist, wo gibt es hier eine Trippel? Da muss ich anscheinend erstmal hier durch, weil da hoch komme ich nicht. Das ist zu hoch. Soldiers piloting leaf suits. They call these soldiers pathfinders, as they can trek through terrain normally inaccessible to someone like me. Every guy back home's gonna want to go joyriding in a leaf suit. But until the military's project comes to a close, we're cut off from any contact outside the valley. I guess the world will have to wait just a bit longer to get their hands on these rides. Okay. Was sagt sie, dass hier die Verbindung zur Außenwelt abgeschnitten ist? Aber sie sagt auch, dass jeder wahrscheinlich zu Hause auch gerne so einen Anzug haben würde,
wollen. Oh, so ein bisschen gruselig hier. Oh, das hat geklappt. So, Deckel ist offen und weiter geht's. Okay, ich soll denn ja, die Geschwindigkeit durch das Falten benutzen, um hier durch diese, durch den Boden da durchzukrachen. Na gut. Autsch. Okay, soll ich hier weiter suchen? Jetzt bin ich noch tiefer reingefallen. Oh Gott. Just what are these glowing orbs that everyone is making a fuss over? They're absolutely beautiful. They seem to grow randomly throughout the valley. I know nothing about them other than that they are indigenous to this valley and that the army is using their energy for their war project. That's about as much as they'll tell me. It's such a shame. I wish they would just let them be. But I suppose it's the whole reason we're here to begin with. Okay, also die Armee benutzt die Leuchtkugeln hier für ihre Zwecke. Für ihre Waffen und halt für das Ganze, was sie halt treiben. Und ich brauche sie für den Anzug. Und die Frau hat gesagt, wieso lasst du die Kugel nicht einfach in Ruhe? Was ist denn das? Ah, das sind Eicheln wieder. Okay. Gehen wir hier mal wieder weiter durch. Und sonst gibt es hier keine Kisten oder irgendwas, ne? Ui. Ui, ui, ui. Hier sprießen die Pilze aus der Wand. Ui. Und schon wieder draußen hier. Nicht schlecht. Okay, das ist jetzt das Surustal. Susurustal, besser gesagt. Und das sind wieder die Blitzer. Die kleinen Blitzigis. Ganz lieb und purzelig. So. Ja, ne? Du willst flitzen. Hast du dir wehgetan? Ich finde die Dinger geil. So, gehen wir mal weiter hier. Da ist wieder auch ein schöner, gigantischer Wasserfall. Und hier ist eine Brücke. Was ist denn das? Nein, nein. Okay. Die vom Leaf-Anzug Quantum Tod Funktionalität erlaubt es dem Benutzer ins Leben zurückzukehren nach dem Sterben. What the hell? Wieso ist denn das runtergekracht? Ich
Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich habe extra Gas gegeben. Okay. Aber Leben muss für Leben gehandelt werden, also getauscht werden. Umso mehr ich sterbe, umso mehr vom Valley wird um mich herum sterben, bis es komplett gestorben ist. Ohne genügend Leben im Tal, okay, dann kann ich nicht mal wieder auferstehen. Okay, ich erwecke den Kerl wieder zum Leben hier. Das ist ja furchtbar. Das sollte nicht sein, das will ich eigentlich so nicht. Aber jetzt haben sie mich wenigstens darauf hingewiesen. So, was gibt's denn hier? Immer noch Felswände. Der Baum, ja. Gerade noch grün. So, was ist denn das hier jetzt? Also immer noch Ausgrabungsstelle. Jetzt geht's noch weiter rein. Guckt euch das mal an hier. It's clear to me that the natives of the valley worshipped the giant tree here almost as a deity. Great lengths were taken to construct obelisks around this tree, which the ancients used to help grow it. I've begun to use the term Titan tree to designate this species. According to my interpretations, once every 1,000 years, the Titan tree will produce the mythological and famed life seed, said to possess the power to shatter the world into fragments. No wonder the military is so interested in this place. Okay, also der Baum hier, dieser Riesenbaum oder Titanbaum, sag ich jetzt mal, produziert den, ja, den Lebenssamen. Jetzt soll ich den Wurzeln folgen, irgendwie, um die Obelisken zu aktivieren. Das sieht gar nicht mal so leicht aus. So, und jetzt? Ist das alles noch Wurzel? Oh. So, einmal eine Eichel. Ist doch keine Eichel gegeben. Schade. Okay, da drüben scheint einer zu sein irgendwie, aber der ist sehr weit weg. Da drüben ist auch ein blaues Ding. Ist aber richtig weit. So, wenn das die Obelisken sind. Ach du Scheiße. Das ist wieder ein Wasserrätsel. Nicht so gut. Wie kommt man da am besten rüber? Wahrscheinlich gar nicht. Nein, 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 nein. Ich muss da nochmal richtig Gas geben hier. So, jetzt geben wir hier Gas. Oh. Und man wieder ein Leben verbraucht. Okay, also das Ding kann nicht schwimmen. Das ist auch kacke. Das ist auch kacke. Ja, was willst du da machen? Ne? Kannst nicht viel machen. Also rüberspringen ist da nichts. Ich gehe mal hier so einen Schleichweg. Ich komme von hier irgendwie auch hingeschlichen.
So. Jetzt gucken wir mal. Also hier ist die Wurzel noch. Gut, also hier ist weitgehend trocken. Ich sollte also in der Lage sein, da hinzukommen.